Hier kommt eine unglaubliche Geschichte. Der Oliver hat einen BMX-Workshop bei mir gebucht und möchte gerne, dass ich sein BMX-Sensei werde. Ich dachte, er ist für seinen Sohnemann, aber es ist für ihn persönlich bei uns. Er ist einfach Zug live unterwegs. Jacke aus und entscheide dich für schwarz, rot oder ein weißes Rad. Ein Helm hat er auch schon ausgesucht. Für welches Bike und Helm hättet ihr euch entschieden? Der ist für euch, also kommt in mein Dojo und lernt mit uns den ersten Barspin. Zunächst ist es wichtig herauszufinden, mit welchen Beinen seid ihr am stabilsten unterwegs. Erst auf dem Boden und später auf dem Bike. Step by step lernen wir aber erstmal den halben Barspin. Fußstellung ist korrekt und los geht's. Trockenübung nochmal mit der Handbewegung und dann kommt der erste Versuch. Der war gar nicht mal so schlecht und nach dem 20. Versuch sah es dann so aus hier. Und nach dem 40. Versuch dachte ich, ey, irgendwie erinnert er mich an Evil Knievel. Der zieht auch so durch wie er. Und nach dem 50. Versuch hat er es tatsächlich geschafft. Kein Aufgeben, kein Rückzug. Man ist niemals zu jung oder zu alt, um BMX zu fahren.